Und zwar Ziel von dieser Übung sollte sein, eine Art von Rechnung zu erstellen mit Kopfzeilen, mit Datum, das automatisch, einigermaßen automatisch funktioniert, mit Rechnungsnummer, allerdings manuell. Dann anständig beschriftete Bereiche, klare Definition, was wird zahlt, in welcher Menge, was sind die Einheiten, damit es wird klar. Preispreinheit sowie Gesamttotal. So wie ich das gesehen habe, sie haben noch als Schikane Mehrwertsteuer draufgerechnet. Ha? Häuscher, Häuscher. Ist okay so. Nein, perfekt. Perfekt. Dann Zahlungsfrist bis. Genau. Zahlungsfrist bis und wir haben Variante mit Datum und mit Zeit genommen. Das ist das, was es sein soll. Und jetzt schaut, ich gehe schnell auf neues Blatt. Und das Erste, was ich immer mache, ich gehe auf Seitenlayout. Und ich weiß, die Rechnung wird relativ breit sein. Von dem sage ich, ja, benutzerdefinierte Seitenränder. Ich brauche Kopfziele. Also oben kann ich ruhig, schauen Sie, oben kann ich ruhig auf 3 cm gehen, weil ich nutze, das ist nicht verloren Platz, das ist genutzter Platz. Allerdings links und rechts, ah, da kann ich schon runtergehen. Zack, pack. Und jetzt, wenn ich mit Laser drucke, 0,8 wird gedruckt. Wenn ich mit Tintenstrahler würde drucken, dann wäre es schon kritisch. So 1 cm ist okay. Und unter 2, ja, man kann das auch anpassen. Unter 2, wo ich Bankverbindung zum Beispiel wo 3 buttere oder Mehrwertsteuernummer. Das ist noch gang und gäbig, dass das. Bei der Seite da, also bei der links und rechts, bei der Seite, kannst du zwar eine Seite fahren, sagt, dann läuft über den anderen, dann drückt er genau. Ja, Druckbereich theoretisch und praktisch ist anders. Also beim Laserdrucken links und rechts, das sind 2 mm, die nicht gedruckt werden. Etwa. Je nach Typ, aber so. Okay, wenn wir das gemacht haben, schwupps, okay. Sehen Sie, jetzt kann ich bis Spalte H die Grenze und ich mache, wenn ich weiß, ich gehe mächtig in die Breite, ich könnte noch mit Skalierung vom Blatt ein bisschen spielen. Gell? Und jetzt, uiuiui, dann gehe ich auf Einfügen, Kopf- und Fußzeile und in dem Moment wird es auch Ansicht angepasst. Ich muss jetzt ein bisschen kleiner machen, schaut. Es ist Seite, Ansicht. Und dann machen wir Mafia AG. Gell? Piff-Paff-Straße. Ah, das ist eine andere Branche. Ah, wobei. Was auch immer. 5000 Euro. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, Mehrwertsteuernummer Zeche, ich weiß nicht, was auch immer, ja, whatever, Bankverbindung, was auch immer, gell? Das ist nur pro forma jetzt oben drauf gewesen. Und jetzt schaut, ich starte mit Rechnungsnehmerin, Rechnungsnehmer. Wir kommen nur dazu, weil das wird eigentlich aus der Datenbank kommen. Das ist Abo-Liste. Die Abos haben, die kommen jetzt zum Beispiel Rechnung über einmal im Jahr. Dann Zeit. Wir könnten das mit heute machen. Allerdings muss ich
beachtet, dass ein dynamisches Datum wird. Das heisst, morgen wird das 28. sein. Mhm. Darum, gängige Alternative wäre Taste Control, drücken, halten und dann Punkt drücken. Es liefert auch Datum, ist allerdings fix, ist statisch. Okay? Wenn ich auf Präzision stehe, dann könnte ich mit Jetzt-Formel versuchen. Und jetzt liefert mir auch Datum samt Zeit. Wenn mir das zu wenig genau ist, Ctrl 1 und dann noch Sekunden dazu. Ja, ja. Sie, hä? Sie sind seit 33 Sekunden im Vorzug. Im Verzug. Ja. Also ich denke, so Datenbanken, wo solche Informationen sammeln, die sind sehr dynamisch. Okay. Jetzt habe ich drüber gezogen, automatische Veränderung, genau, mache ich Kontrapunkt. Und dann haben sie mir Folgendes gemacht, dann haben sie mir geschrieben, zum Beispiel Nummer, also Positionsnummer, Artikel, Menge, Einheit, Preis pro Einheit. Total. Gell? Und selbstverständlich möchte ich noch Breite anpassen. Wie auch immer. Ich könnte auch jetzt bereits Einheit und Total als zwei Dezimalstellen formatieren. Wieso nicht? Und jetzt, schaut, wenn Sie wollen, Überschriften betonen, dann markieren Sie, machen Sie einfach Zeilen höher, da mit unterer Grenze drücken, halten, fahren. Und das ist genug. Machen Sie keine leeren Ziele zwischen Beschriftung und Daten. Jetzt gehe ich via Start, Zellen ausrichten, vertikal und horizontal, eventuell Zeilenumbruch. Das wäre bei Preis pro Einheit eventuell interessant. Schwupps. Und anhand von dem Leerschlag macht er, tut's anpassen. Und dann haben wir verrechnet Zeit, Fahrspesen, Nerven, Doping und diverses. Wir wollen nicht aufs Detail gehen. Und dann haben sie gesagt, sie verrechnen 25 Stunden. Und jetzt schaut, ich mache jetzt 25 Stunden 15 Minuten. Damit es einfach Zeit wert ist. Dann Einheit Stunden. Und sie haben gesagt 120 Franken. Fahrspesen. Ich habe mir ausgerechnet 21,2 mal 10 mal Retour. Dann habe ich Kilometer. Nerven haben sie mir gesagt 25 Meter oder Quadratmeter, was auch immer. Ja, 25 Franken, gell? Aktion. Preis, da, definitiv, 12 Tassen, ja, diverses, einfach eine Pauschale fertig, schwupps, Topping, ein Franken, da machen wir 10 Stutz. Und dann haben sie mir Folgendes gesagt, sie rechnen einfach Menge mal den Preis. Mit Enter bestätigen wir, nicht rausklicken, sondern Enter. Und jetzt, zack, auf das grüne Punkt klick, klick, klick. Selbstverständlich, man könnte das abziehen. Bei 5 oder 6 Zielen, das spielt keine Rolle. Wenn ich aber 20.000 Ziele habe, im Sinne Lagererfassung von allen Teilen und dann irgendwie Gewicht, was auch immer, dann wird's schwierig. Genau. Sie meinen, es wäre einfacher oder so. Eben. Ja. Voraussetzung ist keine leeren Ziele. Gell? Das ist sowieso ein Fauxpas, Datenbank mit leeren Zielen zwischendurch. Böse Hand, wenn das macht. Ja. Summe, wir haben das so gemacht, dass sie gerade da drauf gegangen sind, haben Summe gemacht,
Jetzt aber, wenn ich da relativ ungenaue Werte habe, Preis Franken 17, dann haben wir nicht so einen runden Betrag gehabt. Und dann ein paar von ihnen haben die Summe gemacht. Und rund um die Summe haben sie gesagt, ich will die Summe runden. Auf zweiter Stelle nach Komma. Und an und für sich, das wäre fertig. Wäre 5 Rappen Fragen nicht da vom Bedeutung. Wir müssen das durch x mal x machen. Mathematisch macht das zwar keinen Sinn, aber es funktioniert. Und jetzt, das, ich habe geteilt durch x mal x gesagt, nicht 5 mal 5, durch 5 mal 5. Weil das könnte auch ein 25er Schritt sein, Quarter. Das könnte ein 125er Schritt sein, was auch immer. Wir müssen einfach die Dezimalzahl anpassen, zweite, dritte oder was auch immer, Stellen nach Komma. Mhm. Das habe ich verstanden. Jetzt, wenn wir bei 126 Franken 25 wurden, dann haben wir ja die 24 mitgebracht, oder? Die haben wir nicht dazu getan. Noch nicht. Aber danke, ich habe es tatsächlich vergessen. Okay. In CHF netto. Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist verstanden. Ja, ja. Ja, es sieht schon ein bisschen anders aus. Ja, hätten Sie das nicht gesagt. Okay, gell? Weil ich eben Zeit mal, also Zeitwert mal Dezimalwert, Zehnerwert, multipliziere, so muss ich als Kupplung das 24 einbauen. Eben. Sonst. Also, wenn ich noch Minuten drin habe, wenn es jetzt nur Stunden wäre. Wäre 25 nur da, dann müsste ich das nicht machen. Sobald ich, also 25 Doppelpunkt 00, dann müsste ich auch machen. Aber 25 solo, dann kein Problem. Und jetzt, sobald die Zahl als Zahl formatiert, als Zeitwert formatiert ist, muss ich Doppelpunkt machen. Und jetzt schaut, dann haben sie, was ich Freude gehabt habe, dann haben sie mir geschrieben 8%. Müssen. Oder? Und dann haben sie multipliziert das mal dies, nicht plus, sondern mal dies. Und Freude herrscht, Enter drücken. Und das ist sehr viel wert. Das ist sehr viel wert. Weil Text mit Zahl, mit dem kann man nicht berechnen. Und wir haben das so gelöst, das haben sie aber auch gewusst. Ctrl 1. Ich vergrüße schnell. Wir haben das als Benutzer definiert, formatiert. Und zwar als Dateityp, wir haben gesagt, es kommt eine Dezimalzahl mit einer, also es kommt eine Zahl mit einer Dezimalposition, und zwar prozentuelle Zahl. Ich mache jetzt Prozent zusammen oder bis Distanz. Ich sage 7,7. Oder 2,5. Okay. 7,7 kommt ab 1. Januar. Ja. Zack. Und schaut, in Gänsefüße, es kommt einfach bim bam bum, bla bla bla. Alles, was Sie wollen, drei schmuggeln als Text in eine Zahlenzelle, können Sie drei schreiben. Hokus pokus abracadabra. Das ist da, das, wo man dort Benutzer definiert. Jawohl. Schaut, da habe ich habe 0 Tage definiert, das ist schon auf der Liste. Ja, also das bietet Ihnen. Ja. Schups. Und jetzt schaut, der Frust, das bleibt im Moment, es verändert sich nicht. Gell, ich muss, oder schlimmer, wenn ich da von vorher 8% Mehrwertsteuer habe. Ui, was ist jetzt passiert? Gartenhaken. Das heisst, der Haken ist dort zu eng. Der Haken. Klick, klick, einfach Spalte breiter machen. Mhm. Scheinbar ist die Zeilenbreite. Und jetzt schaut, wenn ich da, ich lösche noch einmal, wenn ich 8 schreibe, es kommt automatisch 8% und mit Enter wird noch Text eingefügt. Und mit dieser Zelle kann ich rechnen. Mhm. Gell? Das ist
absolut okay gewesen. Und da machen wir eine Summe vielleicht noch netto, damit es klar ist, und dann Summe brutto oder bruttolo. Gell? Und jetzt, klar, wir könnten das so machen, ganz banal. Wir könnten das auch mit Summe machen und Enter. Bei zwei Zahlen, da müssen Sie, da sind Sie der Chef, die Chefin, müssen Sie entscheiden. Schaut, ich mache das jetzt ein bisschen kleiner. Nur eine Bemerkung: Zahlfrist und bis machen wir Service. Und dann genau gleich mit Ctrl A sage ich, look, Computer, da kommt eine Zahl. Ohne Kommastellen. Und ergänzt wird um Tage. Damit Tage automatisch, und jetzt, wenn ich schreibe 10, kommt 10 Tagen. Bis, das ist Rechnungsdatum plus Zahlungsfrist. Zack. Wir könnten jetzt außerhalb vom Rechnung, vom Druckbereich noch für uns intern zum Beispiel Mandatum einbauen. Ja. Also angenommen noch 3 Tage Gnadenfrist für Rechnungsüberweisung, was auch immer. Ab dem Tag wird wir könnten das Konto genau, das Kontorabatt etc. All die schönen Sachen. Das wird auf die Art gelöst. Gell? Und jetzt am Ende, wir können das noch einrahmen, wie gewünscht. Wir könnten da mit bedingter Formatierung könnten wir noch für uns, für Kunden ist alles im grünen Bereich. Ja? Da darf er ein bisschen mehr zahlen, da ein bisschen weniger zahlen. Die Aufzählungszeichen, ich mache jetzt manuell, aber natürlich, wir werden das mit auch automatisieren. Mit Wenn-Funktionen zum Beispiel. Und das ist alles gewesen.